Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass du reingeklickt hast zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit einem alten Bekannten vor der Kamera bei mir auf dem Kanal, der Polestar 2. Den hatte ich euch schon in diversen Videos genauer vorgestellt und der hat ja auch erst vor anderthalb Jahren eine umfangreichere Modellpflege erhalten. Die ist sofort erkennbar an der Front, denn hier ist die Maske geschlossen worden. Vorher gab es da einen wabenförmigen Kühlergrill-Einsatz. Der ist jetzt geschlossen. Da wurden jetzt auch die neuen Assistenzsysteme hinter diese Maske verbannt. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, sondern vielmehr um das Antriebspaket, was wir hier haben. Denn ich hatte euch damals bei der Modellpflege den Dual Engine vorgestellt. Das heißt, wir hatten zwei Elektromaschinen, einen an der Vorderachse, einen an der Hinterachse. Und die haben natürlich für mächtig Vortrieb gesorgt, denn deutlich über 400 PS Leistung, das sind natürlich schon mittlerweile Werte, die dann auch für Fahrspaß sorgen. Im Alltag, muss ich aber sagen, habe ich die Power ja eher weniger benötigt. Und deswegen habe ich mich jetzt für die Variante entschieden, die ich für am sinnvollsten im Portfolio von Polestar finde, respektive für den Polestar 2. Nämlich die sogenannte Single Engine Long Range Variante des Polestar 2. Das bedeutet, wir haben einen großen Akku hier im Fahrzeugboden, 82 Kilowattstunden Bruttokapazität, netto nutzbar 79 Kilowattstunden, eine Antriebsachse und eine Elektromaschine, die sitzt an der Hinterachse, treibt auch jene an, hat 220 kW Leistung, mehr als genug, 490 Newtonmeter Drehmoment und damit geht es dann auch schon kräftig voran. Allerdings eben deutlich effizienter, als wenn immer der zweite E-Motor mitgeschleppt wird und zugeschaltet wird. Also soll hier auch eine Reichweite von deutlich über 650 Kilometern erreicht werden. Was davon in der Praxis übrig bleibt, das werden wir natürlich jetzt testen. Wir gehen auf Verbrauchsrunde mit dem Polestar 2 Single Engine Long Range. Bedeutet 50% ist die Überlandstrecke, 40% Autobahn, VMAX 130 bei Elektrofahrzeugen hier auf dem Kanal und 10% ist der Stadtverkehranteil. Da wollen wir natürlich auch herausfinden, wie sich der Polestar 2 auch sonst so schlägt, wie die Platzverhältnisse sind, wie er sich fährt, was mir sonst noch so im Alltag aufgefallen ist mit dem Polestar 2. Und am Ende gibt es natürlich die Abrechnung, was die Reichweite angeht in der Praxis, den Verbrauch in der Praxis, die Kosten zum Polestar 2 und natürlich noch meine persönliche Meinung. Wenn dich das jetzt interessiert, wenn du dranbleibst, würde ich mich freuen. Abonniere gerne diesen Kanal kostenfrei, damit der Kanal hier wachsen kann und ich dir immer neue Fahrzeuge auf diesem Kanal präsentieren kann. Liken natürlich, wenn es dir gefällt und vor allem deine Meinung unten in der Kommentarbox hinterlassen. Dann können wir nämlich am Ende des Videos gerne miteinander diskutieren. Jetzt würde ich sagen, wir steigen ein, gehen auf die Verbrauchs- und Testfahrtrunde mit dem Polestar 2 Single Engine Long Range. Viel Spaß! Den Polestar 2 hatte ich euch schon einmal bereits vorgestellt. Wer da genauere Informationen möchte, der kann gerne mal in das unten verlinkte Video zum Polestar 2 Dual Engine reinschauen. Heute soll es aber jetzt im Wesentlichen ja um die Antriebsvariante gehen. Dennoch ein kurzer Recap quasi. Gehen wir aufs Design kurz. Da muss ich sagen, dieses nordische Design wirkt immer noch nach deutlich über 3 Jahren Produktionszeitraum weiter, aktuell nicht abgenutzt oder etwa angestaubt. Mir gefällt es weiterhin sehr gut. Vor allem auch das Heck mit den ausgestellten Radhäusern ist so mein Design-Highlight. Die Platzverhältnisse sind durchaus beengt in dem Fahrzeug. Dennoch, das Fahrzeug hat ja eine Außenlänge von 4,61 Meter, Breite 1,99 Meter mit den Außenspiegeln und Höhe 1,48 Meter. Also eher kompaktere Abmaße, so typische Mittelklasse, wenn man es mal einordnen will. Der Kofferraum hat eine große Heckklappe, bietet also eine gute Zuladbarkeit. Auch die Rücksitzlehnen lassen sich umklappen. Dennoch, ein Raumwunder wird der Polestar auch beim Laden nicht. 405 Liter Standardladeraumvolumen, 1095 Liter maximal. Dennoch, es gibt einen Frunk an der Vorderhaube. Das ist natürlich ein großer Pluspunkt hier beim Polestar 2. Da kann man das Ladekabel wunderbar perfekt verstauen. Und zwar auch, wenn es mal dreckig oder schmutzig ist, sowie auch einfach mal dreckige Schuhe oder ähnliches da in diese Kunststoffwanne
hineinwerfen. Auch im Fond eher beengte Sitzverhältnisse, die Kniefreiheit passt, die Kopfweite ist schon etwas eingeschränkt. Die Materialien hier im Innenraum gefallen. Wir haben hier Stofftexturen, Ledertexturen bzw. Kunstledertexturen und auch Kunststoffe, die unterschäumt sind. All das wirkt insgesamt sehr gut verarbeitet. Unser Testwagen hier ist ein Jahr alt, hat 21.000 Kilometer gelaufen und wirkt in keiner Form hier wirklich abgenutzt. Oder aber man sieht hier deutliche Betriebsspuren. Das Fahrzeug hier macht einen insgesamt guten Eindruck. Lediglich das Blechglatt hat hier und da ein paar Kratzerchen und vielleicht auch schon zwei Dellen abbekommen. Dennoch macht das Auto hier einen sehr, sehr guten und vor allem gut verarbeiteten Eindruck. Vorne sitzt es sich dann auch insgesamt ganz passabel. Wir haben gut ausgeformte Sitze, die angenehm bequem gepolstert sind. Zudem auch in unserem Fall hier mit der Nappa-Lederausstattung, mit der aufpreispflichtigen, sogar belüftbar sind. Das ist natürlich jetzt im Sommer besonders angenehm. Das Cockpit ist durchaus aufgeräumt, vor allem aber sehr reduziert. Wir haben hier ein volldigitales Kombi-Instrument mit 12 Zoll Größe, das gut ablesbar ist, das auch eine Kartendarstellung bietet. Einzig die Abrufmöglichkeiten für Bordcomputerdaten sind reduziert. Es gibt hier lediglich eine Bordcomputer-Übersicht, aber auch wirklich einzelne Daten kann man hier leider nicht abrufen. Das würde ich mir durchaus wünschen, zum Beispiel momentan Verbrauchsanzeige oder ähnliches. Das horizontal ausgerichtete zentrale Media-Display oder dieses Tablet, was hier steht, das macht einen guten Eindruck, ist fein aufgelöst, hat auch große Buchstaben, also auch gut ablesbar und auch sicher zu bedienen während der Fahrt. Einziger Nachteil in meinen Augen ist so die Menüstruktur. Dahinter das Betriebssystem ist Android Auto. Das bedeutet also, hier ist Google mit drinnen. Google auch der Hauptlieferant quasi für das Navigationssystem. Das heißt, wir haben hier die Google-Variante an Bord, was Google Maps angeht. Dennoch aber hier speziell aufs Elektroauto ausgerichtet. Wir haben eine Ladeplanung aktiv hier mit drinnen. Und sehr schön auch, es zeigt uns auch die Möglichkeit an, mit wie viel Prozent wir dann am Schnelllader ankommen, wo der nächste Schnelllader ist, was es für ein Schnelllader ist, Öffnungszeiten und so weiter und so fort. Echtzeitverkehrsinformationen werden auch mit aufgerufen und das Ganze ist auch sehr zuverlässig. Die Menüstruktur an sich, das Infodisplays allerdings oder das Infotainments, eher etwas, naja, sagen wir mal, unkoordiniert. Man würde sich hier öfter mal einen Home-Button wünschen oder einen Zurück-Button, den es leider nicht gibt. Also ein bisschen verschachtelt, unnötig, verkompliziert für meine Begriffe. Passt nicht so ganz zum Gesamtcharakter des Fahrzeugs, das ja eher aufgeräumt und reduziert wirkt. Kommen wir aber jetzt zum Antrieb und um den soll es in erster Linie aktuell einmal gehen. Mit der Modellpflege Anfang 2023 hatte Polestar auf Kritik reagiert und hat die Single-Engine-Variante verändert, und zwar von einem Frontantriebskonzept auf ein Heckantriebskonzept. Das heißt also, es gibt komplett neue Elektromaschinen, die jetzt auch deutlich kraftvoller und auch effizienter sein sollen. Die Akkukapazität wurde noch einmal erhöht. So haben wir jetzt eine 82 Kilowattstunden brutto fassende Antriebsbatterie, von der wir 79 Kilowattstunden netto nutzbar zur Verfügung haben. Die Heckantriebsversion hat eine Elektromaschine an der Hinterachse, die auch jene antreibt. Und die hat eine Leistung hier mit der Long Range Batterie von 220 kW und 490 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Der gut 2070 Kilogramm schwere Polestar 2 wird damit in 6,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt und die Höchstgeschwindigkeit ist übrigens erst bei 205 Stundenkilometern erreicht, somit also nicht die abgeregelten 160, 180, die eben zum Beispiel Volvo bietet oder aber Volkswagen. Nein, wir können hier tatsächlich eben auch auf einer freien deutschen Autobahn auch mal mit über 200 dahin fahren. Das ist natürlich ein Vorteil, den der Polestar 2 hier auch noch mitbringt. Grundsätzlich soll die große Batterie hier für eine Reichweite von 659 Kilometern gemäß WLTP-Zyklus reichen, inklusive Ladeverlusten und so ähnlichem, was da eben eingerechnet ist. Das ist die Frage, wie wird er das schaffen oder nicht unter realen Bedingungen. Das werden wir am Ende des Videos sehen, also dranbleiben auf alle Fälle. Aber im Fahrbetrieb, muss man sagen, ist das auch das perfekte Layout.
hier, was man für den Polestar 2 bekommt. Die Dual-Engine-Variante hier mit über 400 PS und dem zweiten Motor an der Vorderachse mit Allradantrieb ist natürlich dann gerade interessant für Leute, die dann eben vielleicht auch in Regionen wohnen, wo ein Fahrzeug mit Allrad sich anbietet. Dennoch in unseren Breitengraden hier in Mitteleuropa, meiner Meinung nach, reicht die Single-Engine-Variante. Hier mit der großen Batterie ist das auch für mich das beste Setup. Denn die höchste Reichweite hier gepaart mit der besten Ladeperformance auch. Denn 205 kW können maximal am Schnelllader abgerufen werden. Die Batterie ist damit in 28 Minuten von 10% auf 80% State of Charge wieder geladen. Also auch das sehr zuverlässig. Das Fahrzeug lädt auch echt gut. Es gibt auch eine Wärmepumpe, die dann hier vorhanden ist. Das heißt also, im Winter wird das Ganze auch etwas besser als noch mit den ersten Varianten. Dennoch muss man sagen, klar, da wird der Verbrauch dann nochmal deutlich nach oben ansteigen. So ungefähr 25% mehr Verbrauch und 25% bis 30% weniger Reichweite darf man durchaus im Winter einmal einkalkulieren. Wir fahren jetzt bei 27 Grad Außentemperatur aktuell. Das bedeutet, Klimaanlage, Sitzlüftung sind aktiv. Also auch hier sind sozusagen Energiefresser mit an Bord bei unserer Verbrauchsrunde. Der Antrieb selber gut gedämmt, man hört ihn kaum bis gar nicht. Er lässt sich sehr schön fahren. Vor allem ist es auch so abgestimmt, dass die Leistung, wenn das Fahrpedal komplett nach unten gedrückt wird, auch instantly komplett abgegeben wird. Also hier wird nicht erst eine Verbrennercharakteristik aufgebaut. Das heißt also, das Fahrzeug gibt erst langsam seine Energie frei, sondern wenn man dann die Energie abruft, dann wird sie auch komplett direkt zur Verfügung gestellt. Bisschen schade finde ich persönlich, dass man hier nicht einfach eine bessere Abstimmung, was das Thema Rekuperation angeht, bietet. Es gibt lediglich hier im Fahrzeugmenü die Möglichkeit, hier aus drei verschiedenen Rekuperationsarten zu wählen. Einmal komplett deaktiviert, damit bin ich sehr häufig unterwegs. Das ist dann ein Segeln, das ist angenehm, vor allem sehr schön, wie weit das Fahrzeug eben auch mit der vorhandenen Energie noch rollt. Trotz dieser großen 20 Zoll Räder, die hier drauf sind, ist das enorm. Und dann gibt es eben eine leichte Rekuperationsstufe oder das sogenannte One-Pedal-Drive. Das ist natürlich dann besonders interessant für innerstädtischen Betrieb. Das Segeln beispielsweise ist hervorragend auf der Autobahn. Damit lässt es sich angenehm fahren. Es wird ja auch erst, wenn man aufs Bremspedal geht, erst die Rekuperationsleistung genutzt und ist Generatorleistung der E-Maschine überschritten, wird dann tatsächlich erst, wird dann eben die Energie auf die Bremsscheibe übertragen zum Verzögern des Fahrzeugs. Das geschieht aber kaum merklich. Das ist ein sehr gutes Pedalgefühl, was wir hier haben. Die Bremse verzögert auch sehr zuverlässig und auch wirklich gut. Auch das Thema Kriechen kann man einstellen, entweder ob das Fahrzeug an der Ampel stehen bleibt oder eben rollt, wenn man von der Bremse geht. Das darf man auch individuell einstellen. Dennoch persönlich würde ich mir irgendwie wünschen, dass man das alles irgendwo über eine Taste direkt einstellen könnte oder über Schaltpedal zum Beispiel mit einfließen lassen kann. Das Fahren auf der Straße ist auch sehr angenehm. Das Fahrzeug fährt jetzt deutlich handlicher, leichtfüßiger und auch dynamischer mit der neuen Antriebslayout des Heckantriebs. Somit ist das Fahrzeug neutraler im Einlenkverhalten. Die Lenkung allerdings bietet zu wenig Rückmeldung, ist sehr leichtgängig abgestimmt. Da würde ich mir mehr Feedback von der Vorderachse wünschen. Dennoch ist es ein sehr straffes Fahrwerk, was wir hier haben. Also kurze Bodenunebenheiten werden eher kaum gedämpft weitergereicht. Das ist mir zu straff für meine Begriffe, vor allem auch hier nochmal mit den 20 Zoll Rädern. Da würde ich wahrscheinlich eine Zollgröße nach unten gehen. Dann ist es vielleicht etwas angenehmer. Dennoch muss man sagen, macht das Fahren mit dem Polestar 2 echt Spaß und Laune. Man kann vor allem auch wirklich zackig um die Kurven fahren. Eine kurvige Landstraße macht Spaß. Erinnert dann eben so ein bisschen an BMWs der 90er und 2000er Jahre. Das macht dann Laune, auch wenn, wie gesagt, nur das Lenkungsfeedback ein bisschen fehlt. Dennoch das Einlenkverhalten durch die angetriebene Hinterachse deutlich besser. Auch hier spielt die Achse ein bisschen mit, dreht sich schön ein.
auf Assistenzsystemen. Alle sind hier mit an Bord, wenn man es dann ordert. Man kann sogar auch das Pilot-Paket mit ordern. Dann wird das eben teilautonom pilotiert, aber es ist weiterhin ein assistiertes Fahren. Das heißt, das Fahrzeug kann dann aktiv die Spur halten, kann aktiv dem Abstand zum Vordermann folgen. Es gibt auch tote Winkelüberwachung, Notbremsassistent, Querverkehrswarner, Notparkassistent. All das ist dennoch hier vorhanden, auch eine 360-Grad-Kamera zum Parken. Das bietet der Polestar 2 auch. Ist also ein hochsicheres und auch echt angenehm im Alltag zu bewegendes Fahrzeug. Die akustische Dämmung im Innenraum sorgt dann dafür, dass das Ganze auch sehr gut und sehr ruhig ist. Also Windgeräusche bleiben gut draußen, Antriebsgeräusche bleiben gut draußen. Aber jetzt würde ich sagen, fahren wir zum Fazit und schauen uns einfach mal an, was hat denn das Thema Verbrauch und Reichweite ergeben unter Alltagsbedingungen. Was kostet der Polestar 2 eigentlich und was ist meine persönliche Meinung? Also dranbleiben und bis gleich beim Fazit. Der Polestar 2 bleibt einfach für mich ein echtes Highlight. Ich liebe ihn, ich finde ihn toll. Optisch entspricht er immer noch dem, was er damals auch schon vor gut 3 Jahren einfach versprochen hat. Ein echt tolles, aufregendes Auto. Und ja, ich zitiere es auch immer wieder. Für mich ist das hier so ein bisschen ein legitimer Nachfolger eines BMW 3er, der einfach eng ist, sportlich ist, der auch knackig ist, der einfach aufgeräumtes Cockpit hat, reduziertes Cockpit hat. All das, was BMW auch damals so ein bisschen hatte, hat man hier so ein bisschen in die Neuzeit für meine Begriffe gebracht bei Polestar. Mit dem typischen skandinavischen Charme, den auch die Marke Volvo ja hier mit einfließen hat lassen. Mir taugt der Wagen weiterhin unheimlich gut. Ja, das Fahrwerk ist etwas zu hart. Ja, die Lenkung könnte mehr Rückmeldung von der Straße bieten. Und am Ende ist es tatsächlich so, dass der Polestar 2 eigentlich doch ein relativ teures Fahrzeug ist. Teuer bedeutet eben in dem Sinne 48.990 Euro ist der Einstiegspreis für den Polestar 2 Single Engine. Und zwar mit der normalen Reichweitenbatterie 70 Kilowattstunden brutto. Das ist ausreichend für viele da draußen. In meinen Augen aber würde ich die 3.700 Euro mehr investieren für etwas mehr Power, vor allem auch am Schnelllader 205 statt 180 kW Ladeleistung und eben einfach nochmal so ein bisschen mehr Power. Zudem eben die Reichweite ist deutlich größer. Diese 10 oder respektive 12 Kilowattstunden, die sind einfach mal dafür da, dass man eben so knapp 100 Kilometer nochmal mehr Reichweite rausholen kann. Am Ende liegt die Reichweite Praxis ermittelt bei gut 520 Kilometern. Wir haben jetzt hier einen Durchschnittsverbrauch laut Bordcomputer von 15,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Das entspricht dann auch dem WLTP-Zyklus. Und damit ist das ein echt gutes Fahrzeug, wenn auch nicht das effizienteste, das man auf dem Markt bekommen kann. Dennoch, die Qualität stimmt, das Fahren stimmt und mir gefällt, wie gesagt, auch die Optik. Und die ist ja in dem Sinne bei vielen der entscheidende Faktor beim Autokauf. Da dürft ihr mir jetzt gerne schreiben, was eure Meinung ist. Ich bedanke mich, dass ihr reingeklickt habt bei diesem Video zum Polestar 2 Single Engine Long Range und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Abonniert diesen Kanal umsonst, damit der Kanal wächst und ich euch immer wieder neue Autos hier vorstellen kann. Und jetzt schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, damit wir diskutieren können. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.